Hi, wir zeigen euch heute ein ganz einfaches Rezept für vegane Bratensoße. Wobei man da sagen sollte, dass Bratensoße eigentlich generell vegan ist, von dem, wie sie aufgebaut ist. Es ist ja keine Soße, sage ich mal, die man immer unendlich hat. Auch wenn man Fleisch anbrät, hat man oft das Problem, weil einfach zu wenig Bratensaft da ist. Und somit muss man einfach mehr Bratensoße machen. Das Rezept ist im Grunde genommen immer gleich. Es ändert sich eigentlich in dem Moment erst dann, wenn ihr eben Gulasch oder Rouladen jetzt anschmort und diesen Bratensaft dann jetzt in diese Soße geben würde. Und manche schmeißen jetzt schon bei der Vorbereitung ein Stück Fleisch mit rein. Das machen aber die wenigsten. Also insofern ist die Soße eigentlich generell vegan. Und ich würde mal sagen, wir fangen an. Das Rezept ist super easy, aber ihr braucht ein bisschen Zeit dafür. Und übrigens habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr dieses Rezept macht, auch noch eine zweite Sache mit hinzubekommen. Abgesehen von der Bratensoße. Und das zeige ich euch dann auch noch in diesem Video. Für die Bratensoße brauchen wir ganz normales Suppengemüse, bestehend aus Knollensellerie, Lauch, Karotten und ein bisschen Petersilie. Generell braucht ihr das Gemüse dafür nicht zu schälen. Für unsere Variante werde ich aber die Schale vom Knollensellerie entfernen und die grünen Büppel von den Karotten, weil wir das Gemüse danach noch weiter verarbeiten werden. Ich gebe zusätzlich noch Paprika mit in die Soße. Das ist Geschmackssache, das muss man nicht machen. Tomaten gebe ich nicht mit zu, da wir die Soße später mit Tomaten mal bingen werden. Und ich benutze für dieses Rezept süße Zwiebeln, weil ich die persönlich einfach intensiver vom Geschmack finde. Ich benutze zum Anbraten Palmin. Nachdem ihr die Zwiebeln goldbraun angebraten habt, gebt ihr noch ein bisschen Zucker hinzu. Ich habe hier eine Mischung aus weißem und braunem Zucker, weil ich den Weiß noch aufbrauchen muss. Und lasse das Ganze nochmal für 2-3 Minuten einfach karamellisieren. Danach gebt ihr euer geschnittenes Gemüse hinzu. Ich mache das hier auf zweimal, da das eh mit der Zeit zusammenfällt und einkocht. Das ist also überhaupt kein Problem, falls euch der Topf am Anfang ein bisschen zu klein vorkommt. Und das Ganze dann einfach nochmal kurz mitbraten und dann passt auch euer restliches Gemüse mit rein. Das Ganze lassen wir jetzt einfach nochmal 10 Minuten mitbraten. Dabei aber wichtig, die Hitze zu reduzieren, damit euch das Ganze nicht anbrennt. Das, was wir jetzt tun, werdet ihr über einen längeren Zaubertrag ein paar Mal wiederholen müssen. Und zwar gießen wir genau so viel Rotwein auf, dass nur der Boden vom Topf bedeckt ist. Das Ganze lassen wir jetzt einfach ruhen, so umzwischen etwa bis zu 10 Minuten, manchmal auch länger, bis der Rotwein verdunstet ist. Neuer Rotwein wird es angegossen, wenn der davor verdunstet ist. Einfach zwischendurch mal kurz nachgucken und dann einmal umrühren und neu angießen. Das Ganze dann nicht mehr umrühren und warten. Das mit dem Wein macht ihr so lange, bis das Gemüse etwa so aussieht, schön verkocht ist und richtig schön rot durchgezogen ist. Ich habe aufgrund der Menge des Gemüses dafür ungefähr 1,5 Liter Wein gebraucht. Diese Menge an Gemüse wird jetzt mit ungefähr 5 Liter Brühe aufgegossen. Dadurch, dass es so viel ist, habe ich das einfach in 2 Töpfe geteilt und jeweils 2,5 Liter Brühe dazu gegeben. Dazu kommen jeweils ein paar Lorbeerblätter und etwas Paprikapulver. Ich habe noch in jeden Topf einen guten Esslöffel Umami dazu gegeben, das ist aber optional. Und jetzt lasst ihr das Ganze etwa 90 Minuten köcheln. Kurz vor Ende habe ich noch ein bisschen Tomatenmark dazu gegeben, um das Ganze ein bisschen einzudecken. Alles andere macht ihr aber erst später, wenn ihr die Soße für euer jeweiliges Gericht benutzt und den Geschmack damit anpasst. Nun passieren wir das Gemüse durch ein Sieb und streifen auch unten von Sieb die gröberen Stücke ab und tun sie mit in die Soße. Das gefetschte Gemüse geben wir in eine Schüssel und heben es erst einmal auf. Die Soße ist jetzt ausreichend abgekühlt, so sieht sie dann ungefähr aus und wir füllen sie jetzt in Gefrierbeutel und packen das ins Tiefkühlfach für den Fall, dass wir sie brauchen und dann wird sie später mit was auch immer kochen möchtet weiterverarbeitet, eingedickt mit Tomatenmark, mit Sahne, wenn ihr eine Rahmsoße wollt, ein bisschen Sahne und Pilzen für eine Jägersoße, also ihr könnt alles mögliche damit machen. Darum die Konsistenz ist erstmal jetzt nicht ausschlaggebend. Und wenn ihr dann sowas wie Gulasch oder Rouladen damit machen wollt, müsst ihr natürlich wissen, wie viel Soße ihr braucht. Bei Gulasch kann man fast dann schon auf den Liter gehen. Und dann nimmt ja die Soße den Geschmack von dem an, was ihr darin erwärmt. Stört euch mal bitte nicht an dem Rührquirl. Wir haben nämlich im gleichen Zuge damit Rouladen gemacht aus Seitanteig. Und darum hatte ich den sich abgewaschen. Wir pürieren jetzt das Ganze. Darum habe ich nämlich vorher die Schale von dem Knollensellerie abgemacht und den Möhrenstängel. Schmeckt ganz super intensiv nach Gemüse. Ich fülle das Ganze jetzt hier in 100 ml Behälter und friere das zusammen mit der Bratensoße dann einfach ein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video und ihr habt ein bisschen was gelernt. Wir haben ganz viel durch dieses Video gelernt, weil ich muss gestehen, es war auch das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Wir haben sie schon verkostet, sie schmeckt wirklich richtig, richtig gut. Und wir haben das Rezept jetzt zuerst gemacht,
weil auf dieses Rezept jetzt auch einige andere aufbauen werden, damit ihr das dafür auch benutzen könnt. Jetzt wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns demnächst zu einem neuen Video wieder. Macht's gut und bis dann.